Es ist das Licht, welches dich durch diese Zeit führt. Es ist dein inneres Licht, das Erleuchten in dir, das Erwachen deiner Herzensflamme, das erwachte Herz, dein Herzdiamant dehnt sich aus. Dein Herzdiamant entfaltet sich, strahlend, strahlend formt es sich und zieht neue Bahnen, eine neue Lichtbahn, eine Energie der Lebendigkeit in das Feld, in dein Feld, in dein Lichtfeld. Verstehst du? Deine energetische Struktur wird neu geschrieben. Man könnte fast sagen, der Gottescode, denn du erfährst dich als göttliches Wesen, als ein Götterwesen. Lichtstrukturen formen sich in deinem energetischen Kleid. Es wird geschrieben mit der Wahrhaftigkeit deines Herzens. Und du wirst fühlen und erkennen. Du wirst Menschen in die Augen blicken und ihre Herzensflamme erkennen. Du wirst ihre Wahrhaftigkeit, ihr Strahlen, ja, das Glitzern der Sterne in den Augen deines Gegenübers erfahren. Doch nicht nur die Menschen, die dir begegnen. Du wirst dein eigenes Seelenlicht im Spiegel der Wahrheit erblicken. Eine große Transformationszeit, ja, da befinden wir uns. Und wir spüren nach und nach, wie tiefgreifend diese Veränderung unsere spirituelle Metamorphose, unser spirituelles Erwachen auch ist. Es ist die Rückkehr, die Heimkehr zu uns. Es ist das Ankommen in uns selbst. Es ist die Erlösung. Und wir sind die Erlöser. Du spürst, wie sich Programme von dir lösen. Du spürst, wie dieses aufgebaute Matrixfeld, die künstliche Programmierung mehr und mehr zerfällt. Und was sich zeigt, ist dieses dein Seelenlicht, dein Herzdiamant und diese Herzstruktur, dieses Lichtfeld, welches sich bildet. Schön, dass du mich gefunden hast. Ich freue mich heute, dir eine Lichtbotschaft weiterzugeben von der kosmischen Eins. Masaya wird zu uns sprechen und du wirst heute eine Botschaft über die derzeitigen Vollmondenergien empfangen. Ja, ich habe mich auf dieses Video vorbereitet und so wie auch jetzt spricht schon die kosmische Eins durch mich und ich bekomme Bilder. Und diese Energie der kosmischen Eins ist sehr transformativ. Das bedeutet, währenddessen ich spreche, ich spüre schon einen Frequenzanstieg in mir. Und dieser Frequenzanstieg führt mich in mein Herzzentrum. Also es ist die Verbindung, die Anhöhung und ich verbinde mich demnach mit meinem Herzen, mit meiner Herzfrequenz. Und so wirken sie. Sie wirken nicht nur über das Gesagte, sondern über ihre Frequenz, die nun zu dir fließt. Und sie haben so ein bisschen etwas erzählt über die Erde, was gerade geschieht auf Erden und welche Auswirkungen es auch auf uns hat. Meine Lieben, ich habe mir die Botschaft aufgeschrieben. Ich lese es euch nun vor.
Doch es wird auch in ein Channeling überlaufen, ja? Und so hat die kosmische Eins gesprochen. Okay, ganz kurz, wer ist die kosmische Eins? Es ist eine Verbindung von Sternen, verschiedenen Sternenwesen, die sich zusammengefunden haben, um das Gleichgewicht der Welten zu halten, also die göttliche Einheit zu bewahren, ja. Und sie sind ganz im, ja, sie wirken aus dieser Neutralität, aus dem Nullpunkt heraus, habe ich so das Gefühl. Und sie beobachten, dass die Kräfte im Gleichgewicht bleiben. Und ihr Hauptaugenmerk ist auf die Erde gerichtet. Sie sind auch der Erde sehr nahe. Und interessanterweise kommen sie jetzt fast in jedem in jeder Trance von mir kommt die kosmische Eins. Es gibt mehrere Lichtallianzen, ja, es gibt mehrere Verbindungen und ich stehe auch mit anderen in Kontakt. Aber derzeit ist es wirklich, ja, es ist wirklich vorwiegend die kosmische Eins, die wie eine Art Friedensträger auch für uns wirkt und dieses kosmische Gleichgewicht vielleicht sogar auf die Erde bringt. Und warum? Weil sie die weiblichen und männlichen Energien ausbalancieren möchte. Es ist dieses tiefe Erwachen ganz tief in uns und nicht nur unser Erwachen, sondern eben auch von der Erdseele. Und davon haben sie gesprochen. Sie haben gesagt, und das ist jetzt mit dieser Vollmondenergie in Verbindung, die Veränderungen, die sich gerade zeigen, ja, diese beginnen im innersten Kern, also aus der Tiefe heraus. Aus der Tiefe heraus entstehen Veränderungen, zeigen sich grundlegende Veränderungen, Entscheidungen, Lebensentscheidungen, die jetzt getroffen werden möchten, die wirklich fundamental sind, ein Fundament gründen für deinen zukünftigen Weg, ja? Also wir kommen sozusagen zu einer Kreuzung und die Seele darf aus der Tiefe heraus entscheiden, darf aus der Tiefe heraus ihren Herzensweg erfühlen, denn wir gehen den fühlenden Weg, ja? Wir gehen aus unserer Herzenskraft stetig voran. Und so haben sie gesagt, es ist ein langsamer Verlauf, denn auch die Erdseele durchlebt das jetzt. Wie das Durchschreiten von mehreren Portalen. Und ich habe da sieben Portale gesehen. Und ich glaube, jetzt sind wir so beim dritten, vierten Portal, wie ich das so deuten kann. Und sie haben gesagt, mit jedem Durchgang erinnerst du dich mehr und mehr. Du wirst zu deiner Ursprünglichkeit geführt, zu deinem wahren Wesenskern. Und sie sagen, der Schleier des Vergessens, so wie auch in der spirituellen Szene erzählt wird, der Schleier des Vergessens ist hier, damit sich die Seele erfahren kann. So stimmt das nicht. Das ist so in dieser Form laut meiner Wahrnehmung nach nicht korrekt. Denn die kosmische Eins und auch andere Sternenwesen haben mir sehr deutlich gezeigt in Visionen und auch gesagt, dass dieser Schleier des Vergessens nicht aus der Quelle kommt. Das ist eine künstliche Matrix, es ist künstlich erzeugt worden, um im Schatten der Trennung, damit die Menschen im Schatten der Trennung bleiben und sich nicht ihrer eigenen Götterkraft, sich als Götterwesen bewusst werden, als wahre Schöpfungswesen und wir hier auf Erden, wir haben sozusagen ein Schöpferwerkzeug, ja. Das ist unser Glaube, unsere Manifestationskraft. Es ist die Alchemie. Und das wurde seit jeher unterdrückt. Und da fängt es an, sich diese Programmierung aufzulösen. Und ich sehe, wie das
das Licht der Quelle, das reinste Christuslicht zu uns fließt. Und wie gesagt, diese alten Programmierungen, diese lösen sich auf. Und so auch das Programm von Schuld und Trennung, ja, weil das Programm von Schuld und Trennung hat uns in diesem Glauben gehalten, in diesem Gefängnis, kann man fast sagen, der Ohnmacht, ja. Wir waren nicht mächtig. Doch jetzt erwachen wir. Und es ist eine wahre Zeit der Ermächtigung. Es ist eine wahre Zeit der wirklich des Erwachens, des Aufbrechens der eigenen Schöpferkraft und zu erkennen, wir sind Götterwesen. Und das habe ich mir wirklich ganz groß niedergeschrieben, weil ich das auch mit Nachdruck erwähnen möchte und dich damit erinnern möchte. Okay, also nochmals ganz kurz. Der Schleier des Vergessens, der war so nicht geplant. Das kam nicht aus der Quelle, das kam von von einem anderen Sternenvolk. Es kam von einer anderen Quelle, ja, um uns zu unterdrücken, uns klein zu halten und in dieser Trennung und Schuld zu bewahren. Jetzt zeigt sich diese Erlösungsenergie, nämlich das Quellbewusstsein und das Lichtbewusstsein. Und wir erfahren dieses Erwachen, die Ermächtigung in uns. Und so lösen wir uns aus diesem alten Paradigma. Wir erlösen uns selbst, ja, über unsere eigene Herzkraft. Und warum wir es trotzdem, diese Trennung und dieses Vergessen erfahren haben, war dieser Grund, denn die Seele möchte sich erfahren. Und so war es trotzdem in Gleichgewicht, so war es trotzdem in diesem göttlichen Konzept. Und jetzt zeigt sich eine neue Welle, es zeigt sich ein neues Bewusstsein, das Christusbewusstsein, die Urzentralsonne nährt uns mit unserer wahren Essenz, mit unserer wahren Kraft. Und so kommen wir, der neue Mensch zeigt sich und der neue Mensch braucht eine neue Struktur. Denn die kristallinen Menschen können sich nicht mehr in ein Schulsystem zum Beispiel, das ist so mein Thema, privat mit meinen Kindern, das Thema Schule. Die kristallinen Kinder der neuen Zeit, sie können sich nicht mehr einfinden in die alten Systeme, denn sie fühlen die Enge. Sie fühlen die Enge und sie fühlen aber auch ganz klar ihre eigene Freiheit, ihre eigene Stärke, ihre eigene Seelenkraft. Und diese Seelenkraft beziehungsweise dieses Lernen geht über eine Energetik. Es ist die Sprache, wieder die energetische Sprache. Es geht vielmehr darum, das Erlernen, was im äußeren Feld mir gegeben wird. Und dieses Lernen ist sehr lebendig und dieses Lernen findet nicht in einem Klassenzimmer statt. Okay, weiter im Text. So hat die kosmische Eins gesprochen. Die Erde ist eure Gastmutter und seit langer Zeit im Zentrum von vielen Sternenvölkern. Sie wurde seit jeher bereist, da sie eine Vielfalt an Erfahrungsmöglichkeiten bietet, die es in dieser Form nur selten zu finden ist. So war es im ursprünglichen Sinne nicht angedacht, dass die Erde dauerhaft besiedelt wird. Doch es war im Einklang. Und warum erzählen wir nun die Geschichte von eurer Erde? Da sich eure Erdseele in einem Endstadium befindet. Die Erdseele erfährt den letzten Atemzug. Und das Erwachen steht kurz davor. Die Zeit läuft rückwärts. Jetzt ist der Moment gekommen, neu zu beginnen, neu zu wählen. Und das war auch das Bild, was ich bekommen habe. Die Erdseele nimmt den letzten Atemzug. Ich habe gesehen, wie die Erde sich zusammenzieht und aus dem innersten Kern heraus sich neu kreiert, neu entfaltet. Und so entlädt sich die Erde.
Und das ist auch, sind auch diese Naturkatastrophen zu Teil, muss ich gestehen. Einerseits die Waldbrände und andererseits diese wirklich Überschwemmungen, diese Wassermassen, die auch in Österreich, da ist ja natürlich auch mein Hauptaugenmerk, da ich ja aus Österreich komme. Und ich verfolge das auch. Und es ist wirklich dieses Aufbäumen an Energien. Und ich sehe mit diesem Atemzug, die Erde entlädt sich, sie reinigt sich, sie erlebt einen tiefen Reinigungsprozess. Und gleichzeitig sehe ich aber auch schon den Übergang. Ich sehe auch schon diese neue Erde. Ich sehe diese großen Blätter. Ich sehe so riesige Pflanzen. Ich sehe so viel Grün. Ja, also ich sehe diese Erneuerung von unserer Erde, von unserem Planeten. Und so erfahren wir derzeit eine sehr dynamische Energie. Ja. Aber es ist auch ein innerer Aufbruch und des Voranschreitens. Und wir werden mit einer Kraft erfüllt, die uns wirklich den Mut, den nötigen Mut auch gibt, unseren Lebenstraum anzutreten und diesen Traum zu manifestieren. Und so haben sie gesagt, es ist ein Ende und ein Anfang. Und gleichzeitig werden wir gerade genährt von einer kosmischen Energie, und das ist auch in Verbindung mit der Vollmondenergie. Das sind wie kristalline Partikelchen, die direkt in unsere Blutbahnen fließen. Und die Information war, unser Blut wird gerade gereinigt. Und mit dem Blut, da geht es noch ganz, ganz, da geht es noch tiefer. Es geht bis in unseren Zellkern, es geht bis zu unserem DNA-Strang, bis ins kleinste Atom. Und ich habe gesehen, unsere Blutbahn wird gereinigt. Damit wurde auch gemeint, die Programmierungen unserer Ahnen. Es ist das Erlösen von den Schmerz unserer Ahnen, unserer Vorfahren. Und so ist es auch an der Zeit, die Linie der Vorfahren zu heilen. Wir dürfen es mit unserer Präsenz, mit unserem Dasein heilen. Und ich sehe jetzt, ich bekomme gerade das Bild, und wenn du möchtest, kannst du dir so vorstellen, als würdest du dir goldene Schuhe anziehen und du sagst, diesen Weg, den du nun gehst, ist dein Seelenweg. Und diesen schreitest du voran mit diesen neuen Schuhen, diese goldenen Schuhe, die du nun anziehst, die dich mit der Erdkraft sowie mit der Sonnenkraft verbindet. Und im letzten Transpeaking haben sie eben auch erwähnt, unsere Fußsohlen sind so bedeutsame Portale. Es ist dieses Portal zur inneren Erde, wo sich eben auch die Sonne befindet und gleichzeitig auch zu anderen Universen. Also bitte fokussiere dich auch jetzt auf deine Fußsohlen. Alleine schon der Gedanke, ja, der Gedanke, du öffnest schon dieses Portal zu Multiversen. Und ich spüre das, wie bedeutsam es ist, sich jetzt mit dieser heilerischen Kraft auch aus der Innererde zu verbinden. Ich habe das bei dem letzten Video erwähnt, die kosmische Lichtstruktur. Also ich sehe, wie die Lichtstätten im Inneren der Erde aktiviert werden. Und ich spüre das Feld von Lemuria. Und es ist so wichtig und bedeutsam, dass du dich jetzt mit diesen Lichtstätten verbindest, mit diesen heiligen Stätten, damit auch du deine eigene Heiligkeit fühlst und deinen heiligen Weg wählst. Und so kannst du dir so vorstellen, dass du mit diesen goldenen Schuhen voranschreitest und sie hinterlassen Lichtabdrücke auf deinen Weg. Und diese Lichtabdrücke sind heilend, nicht nur für dich. In diesem Weg, den du wählst, schreitest du nicht nur voran für dich, sondern auch für deine Ahnen. Und dieser Weg ist ein Weg der Vollkommenheit. Und so haben sie gesagt, es ist ein langsames Aufdecken der künstlichen Kodierungen. Und
Diese künstlichen Strukturen lösen sich und du gehst und wählst deinen natürlichen Zustand und du gehst auf deine Ursprungsenergie, dein ursprünglicher Weg. Und dieser Weg, ja, dieser fordert Klarheit, innere Klarheit, Wachstum und Entscheidungskraft. So habe ich auch gesehen, dass die Erde Erdverschiebungen, ja, also über dieser letzte Atemzug, dieses Zusammenziehen der Kräfte und sich neu zu gebären, das ist eine Neugeburt der Erde. So sehe ich eben auch, dass es zu Erdverschiebungen kommen wird. Es wird hier und da auch zu Erdbeben, zu kräftigeren Erdbeben kommen. Also das sehe ich die Tendenz für das nächste halbe Jahr bis Frühjahr. Ja, bis 2025 Frühjahr diese Veränderung, diese planetarische Veränderung. Und dieser Vollmond, fühle ich, dieser geht ganz, ganz tief. Der geht bis zu unserer DNA. Und die DNA wird mit diesen kristallinen Partikeln diese kristalline Kodierung nun energetisiert, sodass du deine Natürlichkeit, deine Vollkommenheit, dein wahres Ich bin, dein kosmisches Selbst erfährst. Das ist die Kraft und diese Energie fordert dich auf, wahrhaftig mit dir zu sein und dich im Spiegel der Wahrheit zu erkennen. Schau dir in die Augen und erkenne dein wahres Seelenlicht. Erkenne das Funkeln, das Strahlen in dir. Und dieses Strahlen, dieses Licht formt sich und zeigt dir deinen ursprünglichen Weg. Ich danke dir. Schön, dass wir diesen Weg gemeinsam wählen. Ja, diese Energien sind so dynamisch und ich muss auch sagen, jetzt kamen auch so viele neue Informationen dazu und es ist wirklich der letzte Atemzug. Wir gehen wirklich in die Tiefe, wir gehen nach innen und aus diesem schöpfen wir und wir erleben eine Neugeburt. Und das darfst du auch zelebrieren. Du darfst diesen neuen Lebensstrom zelebrieren. Ja, meine Liebe, ich werde auf dieses Thema näher darauf eingehen und plane, am 13.10. gibt es ein Webinar, das kosmische Selbst. Das wird geführt von der kosmischen Eins, von unseren Sternengeschwistern. Und wenn du da dabei sein möchtest, kannst du mir sehr gerne eine E-Mail schreiben. Und weitere Informationen wirst du nächste Woche auf meiner Homepage finden. Aber ich möchte das jetzt schon mal ankündigen, das kosmische Selbst am 13.10. ein Webinar um 19 Uhr deutsche Zeit. Gut, und am 5.10. findet wieder Get Connected statt. Da wird es wahrscheinlich ein Jenseitskontakt stattfinden. Genau, da trifft sich eine Gruppe von Menschen und es ist immer ein sehr kleiner, intimer Rahmen. Und ich werde da die geistige Welt befragen über das Gruppenthema, beziehungsweise am 5.10. gibt es dann einen Jenseitskontakt, weil eben sich auch zeigt, die Jenseitigen, sie wirken aktiv mit und sie haben so viele Lichtbotschaften, die sehr heilsam für die Menschen sind, die diese empfangen. Und das ist immer ein heiliger und heilsamer Abend, Get Connected. Wenn du da dabei sein möchtest, kannst du dich auch sehr gerne auf meiner Homepage anmelden. Und am 29. September beginnt mein Jahreskurs, The New Wave of Mediumship, das Medium der neuen Zeit. Und eigentlich habe ich den Kurs geschlossen. Ich hatte das Gefühl, ich muss bei einer bestimmten Anzahl die Türen schließen. Jetzt kam aber die Botschaft aus der geistigen Welt, halte die Türen offen für zwei Personen. Und ich folge jetzt diesem Impuls
Okay, ich lasse es jetzt noch für zwei Personen. Und wenn du Interesse hast, kannst du dich sehr gerne bei mir melden. Alles Weitere findest du auf meiner Homepage. Und am 26., 27. Oktober bin ich wieder direkt am Bodensee in Radolfzell. Und ich freue mich sehr. Gemeinsam mit meiner Kollegin Anita Auer geben wir ein Wochenendseminar Lichtkörper- und Frequenzschulung. Es wird auch ein sehr heilsames Seminar werden. Da bin ich mir sicher. Und auch die Lebendigkeit, Freude und der Spaß darf auch nicht fehlen. Wenn du da dabei sein möchtest, findest du alle weiteren Informationen auf meiner Homepage. Ich danke auch allen Herzensmenschen für eure Unterstützung, für eure Spenden, für euer, ja, für unseren gemeinsamen Weg, für euer So-Sein. Danke, danke, danke an euch. Und wenn du mich und meine Arbeit unterstützen möchtest, dann freue ich mich, wenn du meinen kostenlosen Kanal abonnierst, wenn du mir ein Like hinterlässt. Und ich freue mich auch über einen regen Austausch, auch auf meiner Telegram-Gruppe. Danke, danke, danke an euch. Alles Liebe, Nicoline Maela.